Nach Lothars Rückzug ins Kloster und seinem Tod 855 stand auch sein Teilreich zur Disposition. Das Mittelreich wurde unter seinen drei Söhnen Ludwig II., er bekam Italien, Lothar II., er bekam Lothringen und Karl, er bekam die Provence, aufgeteilt. Schlussendlich kam Lothringen zum Ostfränkischen Reich. Im Westreich folgte auf Karl den Kahlen, der 875 auch Kaiser wurde, 877 Ludwig der Stammler nach. Nach dessen Tod wurde das Reich wiederum zwischen den Söhnen Ludwig III. Und Karlmann geteilt. Gleichzeitig entstand mit Niederburgund bzw. der Provence ein nicht-karolingisches Reich auf fränkischem Boden. Karl der Dritte, der Dicke, vereinte zum letzten Mal das gesamte Frankenreich. Dies wird aber eher als Personalunion und nicht als Reichseinheit gesehen. 888 starb Karl der Dritte, nachdem er schon 887 im Ostreich abgesetzt worden war. Im Westen folgte ihm Graf Odo von Paris als neuer starker Mann, der auch zum König gekrönt und vom Osten anerkannt wurde. Es regierte nun zwar ein Nicht-Karolinger, aber das Westreich hat sich damit nicht von der Dynastie abgewendet. Auch in anderen Gebieten wurden nun neue Könige gewählt, aber überall wurde die Vorherrschaft Kaiser Arnulfs von Kärnten anerkannt.